Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Nehmen Sie bitte Platz. Wir freuen uns, euch und Sie zu sehen. Wir möchten euch sagen, ihr wart eine großartige Konfirmandengruppe. Ihr habt viel erlebt in euren Gruppen, mit uns Pfarrern und mit den Jugendmitarbeitern. Wir haben eine tolle Konfirmandenfreizeit erlebt. Und dann sollte eure Konfirmation kommen und plötzlich musste alles abgesagt werden. Ja, und dann war erstmal Stillstand. Jugendfreizeit fiel aus, das erste Mal seit über 30 Jahren. Und nun können wir endlich mit diesem Gottesdienst wieder anknüpfen. Wir wollen mit euch zusammen unseren Glauben bekennen und euch den Konfirmationssegen zusprechen. Wir wollen euch sagen, dass ihr zu uns gehört und wir zu euch als Gemeinde Gottes, als sein Haus aus vielen bunten und lebendigen Steinen. Ihr passt hierhin, nicht weil ihr erst passend gemacht werden müsstet, sondern weil uns Gott so geschaffen hat, dass wir zueinander passen. So feiern wir gemeinsam eure Konfirmation, verbunden mit allen, die online zuschauen an den Bildschirmen, die an euch denken und für euch beten. Wir hören die ersten beiden Lieder. Ich spüre dich, strecke mich aus nach dir berühren.
hören Worte aus Psalm 118. Tut euch auf, Tore der Gerechtigkeit, dass wir hineinkommen und Gott danken. Dies ist der Tag, den unser Gott macht. Lasst uns feiern und dankbar sein. Gott ist da, uns zu helfen. Auf ihn zu vertrauen ist gut. Wir wollen euch segnen im Hause des Herrn. O Gott, hilf, lass alles gelingen. Die sich zu Gott bekennen sollen, sagen: Du bist mein Gott, dir will ich danken. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewig. Lasst uns beten. Lieber Vater, die vergangenen Monate haben uns viel Verzicht auferlegt. Das freie Leben, das wir gewohnt waren, ist uns genommen worden. Wir haben uns durch den Alltag gekämpft mit Einschränkungen, zusätzlichen Belastungen und Auflagen. Wir sind hin und her gerissen zwischen Hinnahme und Rebellion. Das alles klagen wir dir. Lass uns heute erleben, dass wir deine freien Kinder sind, dass wir zusammengehören, auch wenn wir getrennt sind. Erlöse uns von Niedergeschlagenheit und bösen Gedanken. Richte uns auf und erfülle uns mit deinem Geist. Dir singen wir unser Lob. Amen. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Die Lesung steht im 2. Petrusbrief, die Verse 4 bis 8. Kommt zu Jesus, er ist der lebendige Stein, den die Menschen als unbrauchbar weggeworfen haben. Aber bei Gott ist er ausgesucht und wertvoll. Lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistigen Haus erbauen. In den Heiligen Schriften heißt es: Auf dem Zionsberg lege ich einen Stein, einen ausgesuchten, wertvollen Grundstein. Wer auf ihn vertraut, wird nicht zugrunde gehen. Wertvoll ist dieser Stein für euch, die ihr auf Jesus Christus vertraut. Aber für die, die ihn ablehnen, gilt: Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben,
ist zum Eckstein geworden, an ihm stoßen sich die Menschen. Lassen Sie sich nicht stören, ich mache nur ein paar Fotos. Mensch, das ist aber ein schöner Altar. Entschuldigung, wir haben hier gerade eine Konfirmation. Was? Ja, ich bin gleich wieder weg. Ich mache hier nur noch ein, zwei. Also, ja, wissen Sie, ich hätte mir ja auch nicht gedacht, dass ich meinen Jahresurlaub mal dafür verwende, mir Kirchen in Castrop-Rauxel anzugucken. Ne? Aber seitdem die Mallorca zum Risikogebiet ernannt haben, was will ich machen? Ne? Naja, ich habe mir jetzt schon einige Kirchen in Nordrhein-Westfalen angeguckt, aber so einen schönen Altar hat ja wirklich keine Kirche, muss ich sagen. Ne? Und gestern, da war ich am Kölner Dom und ich habe gesehen, Sie haben hier sogar den Kölner Dom hier auf Ihr Heftchen abgebildet. Ne? Das ist ja ein witziger, das ist ja witzig, ne, dass das da drauf ist. Auf jeden Fall, der ist ja so riesig. Ne? Also, aber trotzdem muss ich sagen, der hat nicht so einen schönen Altar, wie Sie den hier haben. Ne? Nun ja, auf jeden Fall, da war ich gestern am Kölner Dom und habe auch Fotos gemacht und habe versucht, da war ich auf der Domplatte, den zu fotografieren und ich sage Ihnen, der ist so groß, das geht gar nicht. Ja, den kriegen Sie gar nicht aufs Bild drauf. Da kam dann auch direkt hier so ein Souvenirverkäufer, ne, und der hat mit seinem kölschen Dialekt hat er gesagt, das wird keine Jewe. Ja, ich habe den gar nicht verstanden, ich dachte, er spricht Englisch oder so. Naja, was er meint ist, das wird nichts. Ja? Also der Dom ist so groß, den kriegt man nicht aufs Bild. Naja, was ein bisschen schade ist am Kölner Dom, ne, das sieht man hier auf dem Bild ja auch, da ist ja immer ein Gerüst dran. Ne? Also haben Sie den mal ohne Gerüst gesehen? Also ein Foto vom Kölner Dom zu machen, ohne dass da ein Gerüst dran hängt, das geht ja gar nicht mehr heutzutage. Ne? Und da habe ich den Souvenirverkäufer gefragt, wann ist denn der Dom endlich mal fertig? Und da hat er wieder so auf seine kölsche Art, das habe ich dann glücklicherweise verstanden, gesagt, wenn der Dom fertig ist, dann geht die Welt unter. Aber seien Sie beruhigt, fertig wird der Dom nie. Können Sie sich das vorstellen? Der Kölner Dom, so ein Riesengebäude, das wird nie fertig. Ja, dann hat er noch erzählt, die haben allein 600 Jahre gebraucht, damit der Kölner Dom heute so aussieht, wie er aussieht. Und dann kam der Krieg, naja, und jetzt nagt halt die Luftverschmutzung am Stein, ne? Naja. Aber wenigstens ist der auf einem guten Fundament gebaut. Ne? Wie hier Ihre Gemeinde. Ne? Die ist ja auch auf einem guten Fundament gebaut. Nur kümmerst du dich nicht drum, ne? Dann hast du irgendwann nur noch Omas hier sitzen. Ne? Und kümmerst du dich nicht um den Dom, ja, dann sieht er irgendwann aus wie Oma. Ne? Also nichts gegen Omas, nicht, dass du mich jetzt falsch verstehst, aber verstehst du, was ich meine? Nee, okay, pass auf. Also, Ihre Gemeinde hier, ne? Die ist ja wie so eine Kirche, wie so ein Dom. Die steht ja auf einem festen Fundament. Ne? Das ist der Jesus. Nur die Steine, das sind so lebendige Steine. Das sind Sie. Ne? Sie müssen sich vorstellen, auf dem Fundament ist erstmal eine Lage Omasteine. Und auf den Omasteinen, die trägt erstmal eine Lage Elternsteine. Und die trägt eine Lage Kindersteine, bis die Kinder dann selber Eltern werden und so weiter und so fort über die Jahrhunderte hinweg, bis man irgendwann so eine Kirche hat. Ne? Oder eben einen Dom, der so groß ist, dass man den gar nicht aufs Foto kriegt. Naja, und das Schöne einfach an so einer Gemeinde ist, die ist halt nie fertig. Ne? Und ihr als lebendige Steine, ihr habt hier jemanden Platz. Ne? Und weil ich das weiß, nehme ich mir immer aus den Kirchen ein gewisses Souvenir mit vom besonders schönen Ding. Entschuldigung, haben Sie da gerade einen Stein vom Altar abgebrochen? Ja, nein, das habe ich jetzt gar nicht. Gut, ich muss dann auch wieder los. Sie müssen Ihre Konfirmation ja auch fertig machen. Ja, ein schönen Altar haben Sie hier. Ein schönen Altar. Schönen Tag. Ich denke, an dieser Stelle können wir alle mal unsere Masken absetzen. Das hat für mich einen sehr großen Vorteil.
ich sehne mich ihre Gesichter. Und dann sehe ich auch, wenn ich irgendeinen Unsinn erzähle, den kein Mensch versteht. Und dann kann ich da noch drauf reagieren. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Eltern, Großeltern, haben wir eben schon gehört, Omasteine, Elternsteine, Kindersteine. Schön, dass wir miteinander die Konfirmation feiern können. Wisst ihr eigentlich, warum die Konfirmation immer am Ende des 8. Schuljahres ist? Ich glaube, die meisten von euch sind jetzt in den 9. gekommen, wenn sie nicht eine Ehrenrunde gedreht haben. Am Ende der 8. Klasse hörte früher die Schule auf. Dann war das nämlich so, dass man sozusagen am Montag nach der Konfirmation in die Lehre ging. Meine Oma hat mir das noch erzählt. Die hatte nämlich schon den gepackten Koffer zu Hause stehen. Und am Montag nach der Konfirmation, da war die Schule zu Ende, da ging sie in Stellung, wie man damals sagte. Das heißt, machte eine hauswirtschaftliche Lehre und baute dann sozusagen ihr eigenes Leben. Die Konfirmation begann dann, wenn man anfängt, sein eigenes Leben zu bauen. Und ein Stück weit ist das bei euch auch so. Ihr seid zwar noch nicht aus der Schule raus, das dauert noch ein paar Jahre, aber ihr baut schon ein Stück an eurem eigenen Leben. Ihr seid keine Kinder mehr, für die die Eltern alle Entscheidungen treffen, sondern ihr trefft auch eigene Entscheidungen. Und diese Entscheidungen haben immer mehr Auswirkungen auf euer Leben und auf eure Zukunft. Ihr baut schon. Manchmal baut ihr auch Bockmist, ne? Manchmal verbaut ihr euch auch irgendeine Chance, aber ihr baut. Und im Augenblick wird für euer Leben der Grund gelegt. Die Eltern werden jetzt mit Sicherheit sagen, das, was ihr in der Schule lernt, das legt den Grund. Ich musste das auch mal schmerzlich erfahren, denn ich habe in Französisch immer schlecht aufgepasst. Und dann waren wir auf einem Austausch in der im Partnerkirchenkreis im Kongo, wo nur Französisch gesprochen wurde. Und ich habe gedacht, ja, da habe ich jetzt keine Grundlage. Da hätte ich besser aufgepasst. Das gehört mit zum Fundament eines Lebens dazu, was wir einmal gelernt haben. Aber auch noch mehr. Das zum Beispiel, woran wir glauben, gehört zu unserem Fundament. Das, was uns so wichtig ist, dass wir uns dafür engagieren und einsetzen und sogar bereit sind, dafür Opfer zu bringen. Das ist das Fundament unseres Lebens. Und normalerweise sollte man das Fundament des Lebens zuerst legen. Nun kenne ich eine ganze Menge Menschen, die leben erstmal drauf los, die bauen erstmal wie wild an ihrem Leben und die tiefen Gedanken kommen erst später. Aber so sollte das eigentlich nicht sein. Als ich Jugendlicher war, hatte ich immer Stress mit meinem Sporttrainer. Und zwar mittwochsabends war bei uns Jugendmeeting in der Kirchengemeinde und ich musste immer früher gehen vom Training, um dann rechtzeitig zum Jugendmeeting zu kommen. Und der hat immer gesagt, was willst du jetzt schon in eine Kirche? Kirche ist doch was für alte Leute. In der Bibel lesen kannst du doch auch noch, wenn du alt bist. Ich habe dann immer nichts dazu gesagt, bin einfach gegangen, aber mir ist klar geworden, das ist das, was ich damals wollte. Ich wollte zuerst die tiefen Gedanken haben und erst mir klar werden, worauf mein Leben gegründet ist und dann daran bauen. Und ich hoffe, das ist bei uns so, dass uns die Frage auch als Erwachsene immer wieder begleitet, bleibe ich mir eigentlich in meinem Leben treu? Bleibe ich meinen Überzeugungen treu, dem, was ich glaube? Und worauf steht mein Lebenshaus eigentlich gegründet? Im Grunde genommen ist das das, was wir euch in den letzten 2 Jahren haben versucht anzubieten. Ihr habt in der Gemeinde viele Leute kennengelernt, für die gehört Jesus Christus und das Hören auf sein Wort und das Gebet zu den Fundamentsteinen ihres Lebens. Und wir haben euch eingeladen, euch damit zu beschäftigen, euch damit auseinanderzusetzen, das kennenzulernen, auch uns kennenzulernen, eingeladen, baut auch auf Jesus. Mit uns zusammen. Lebt bewusst als Christenmenschen in der Welt. Wir sind uns dabei aber bewusst gewesen, dass wir euch damit ein Fundament angeboten haben, das viele Leute lächerlich finden. Das ist bei uns überhaupt nicht mehr selbstverständlich,
dass das Wort Gottes irgendeine Bedeutung hat für das Lebensfundament der Menschen. Ich habe euch mal einen Stein mitgebracht. Einige haben gewitzelt. Der letzte Stein, den Christine Rosner dabei hat, hat nur 3 Kilo gewogen. Der wiegt jetzt ungefähr 15. Denn dieser Stein hat eine Geschichte. Den haben wir gefunden unter einer Kirche. Der ist vor ungefähr 120 Jahren an der Ruhr in einem Steinbruch gebrochen worden, ist nach Wanne-Eickel transportiert worden, sollte in der Johanneskirche in Wanne-Eickel verbaut werden. Und aus irgendeinem Grund haben die Bauarbeiter den weggeschmissen. Die haben aus irgendeinem Grund gesagt, den können wir nicht gebrauchen. Vielleicht passte die Form nicht, vielleicht war die Farbe nicht richtig. Einen Riss habe ich nicht drin gefunden, ich weiß es nicht, keiner wusste es. Aber als wir die Kirche renoviert haben und eine Baugrube gemacht haben, da haben wir den gefunden, einen Stein, den die Bauleute weggeschmissen haben. Und in dem Text, den Dominik eben gelesen hat, da schreibt die Bibel, Jesus ist wie ein Stein, den die Bauleute weggeworfen haben, über den man sich kaputt gelacht hat. Als er anfing, Nächstenliebe zu predigen, da haben die Leute ihm einen Vogel gezeigt. Als er einen Weg der Liebe vorangegangen ist, hat man ihn am Ende zum Sündenbock gemacht. Das ist gar nicht so, dass er von allen Leuten akzeptiert wurde, sondern der Stein, den die Bauleute weggeworfen haben, der ist bei Gott wichtig geworden und auf so einen Stein stellen wir uns. Ich möchte das an 2 Beispielen konkret werden lassen. Wenn wir als Christen leben und uns auf diesen Fundamentstein stellen, dann werden wir gewissenhafter, hoffentlich. Auf jeden Fall soll unser Gewissen geschärft werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass für uns nicht der Erfolg das Wichtigste ist, sondern die Fairness. Ich weiß, dass einige von euch sogar ziemlich gut Fußball spielen. Und manmal denkt man nur an den Sieg. Ja? Aber für uns als Christen ist immer auch der Weg dahin wichtig, dass wir fair spielen und nicht nur im Sport, sondern auch in unserem Leben fair spielen. Ich weiß, einige wissen, dass im Augenblick die faire Woche in Castrop-Rauxel und in allen anderen Städten beginnt. Da geht es darum, dass unser Lebensstil fair ist, dass das, was wir tragen, was wir an Kleidung haben, was wir essen, dass die Leute einen fairen Lohn dafür bekommen haben, die schon mal daran gearbeitet haben. Das interessiert uns als Christen, das hat mit unserem Christsein zu tun und es gibt viele Leute, die lachen sich darüber kaputt. Ist doch doof, ich gucke doch nur auf den Preis. Aber solche doofen Sachen tun wir, wo andere manchmal auch sagen, es ist für mich nicht relevant. Und unser Horizont weitet sich. Viele Menschen leben einfach nur so, dass sie auf sich gucken, auf ihren Bereich und sagen, ich tue nur das, was mir nützt. Und vielleicht gibt es Leute, die nehmen ihren Horizont ein wenig weiter und sagen, ich beachte auch, was meiner Familie nützt oder meinem Volk. Dann ist man schon so auf der Donald Trump-Ebene, indem man sagt, America first. Es gibt ja auch viele in Deutschland, die sagen, Deutschland first. Aber wenn wir unser Leben auf den Fundamentstein Jesus gründen, dann weitet sich unser Horizont. Da rücken auf einmal zum Beispiel die Geflüchteten in Moria viel näher ran. Dann kümmert uns das. Da werden die Fragen wichtiger, wie es mit dem Leben aller Menschen auf dem Planeten weitergeht und nicht nur, ob ich was davon habe. Viele werden wieder sagen, geh mir weg damit. Das kümmert mich überhaupt nicht. Ich will das gar nicht hören, lass mich damit in Ruhe. Ich will mein Leben leben. Aber das geht mit Jesus als Fundamentstein nicht. Doch wer sich auf diesen Weg einlässt, bekommt ein riesiges Geschenk. Und deswegen wagen wir überhaupt, euch so ein Angebot zu machen. Das Geschenk der Erfahrung der lebendigen Gemeinschaft mit Gott. Da passiert einfach was, wenn ich auf ihn höre und mit ihm rede. Da verändert mich eine Kraft, die nicht aus mir selbst kommt. Sie erneuert meine Mitmenschlichkeit und meine Liebe. Und ich spüre, dass das Leben Sinn macht.
und beständig ist. Gewissenlosigkeit zerstört Persönlichkeiten. Gewissenhaftigkeit lässt Persönlichkeiten erstrahlen. Und wir tun etwas, was bleibt. Und ihr empfindet Freiheit. Früher hat man vielleicht gedacht, der christliche Glaube ist so ein Plan, wie man sein Haus bauen soll. Nein, ihr könnt euer Haus bauen, wie ihr das wollt, denn wir sind alle sehr unterschiedlich. Nur das Fundament, auf dem wir bauen, ist das gleiche. Jesus, das Fundament. Und wenn ihr auf diesen Fundamentstein baut, dann seid ihr nicht alleine. Gott baut nämlich ein großes Haus wie diese Kirche und ein lebendiger Stein seid ihr, jeder Einzelne und jeder Einzelne. Wir alle sind ein Haus mit lebendigen Steinen. Das heißt, bevor mir etwas gehört in meinem Leben und ich vielleicht irgendwann reich werde, weiß ich schon, wo ich hingehöre. Bevor ich etwas baue, bin ich schon irgendwie eingebaut, gehöre ich schon irgendwo hin, habe ich Heimat. Und auch wenn ich in Zeiten lebe, wo ich meine, ich habe gar nichts mehr in der Hand, weiß ich noch, wer mich in der Hand hat. Und das ist der Grund, auf dem ich stehe. Bei jeder Konfirmation bieten wir das an und wir sagen euch, ihr gehört zu uns und wir gehören zu euch als ein Haus lebendiger Steine. Ihr seid hier nicht nur willkommen, sondern ihr könnt euch entfalten, einen Platz haben, an dem ihr eure Gaben ausbreiten könnt. Herzlich willkommen im Haus der lebendigen Steine. Amen. Jetzt kommt euer Part. Wir wollen euch jetzt segnen und gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, ihr seid auf den Namen Gottes getauft worden. Wenn ihr als Kinder getauft wurdet, dann haben eure Eltern und Paten stellvertretend für euch das Glaubensbekenntnis gesprochen. Nun seid ihr aufgefordert, in ihre Worte einzustimmen.
und euch mit ihnen zu Gott und zur Gemeinde Jesu zu bekennen. Ihr habt im Unterricht gehört, dass Gott die Welt liebt und sich in Jesus für alle Menschen hingegeben hat. Ihr habt gelernt, was es heißt, als Christ zu leben. Ihr seid in der Gemeinde Erwachsenen und Jugendlichen begegnet, die den Weg des Glaubens mit euch gehen wollen. Mit den Worten des Glaubensbekenntnisses könnt ihr Gott eine persönliche Antwort geben. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen und dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ihr habt den Glauben der Kirche bekannt und damit Ja zu eurer Taufe gesagt. Gott der Herr, helfe euch durch seinen Heiligen Geist, dass ihr in diesem Glauben wachst und bleibt. Erlasse euch in der Gemeinde eine Heimat finden und stärke euren Mut, euer Christsein öffentlich zu bekennen und zu leben. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du diese Konfirmandinnen und Konfirmanden als deine Kinder angenommen hast. Sie sind zu dir gekommen, so wie sie sind, mit ihrem Glauben und ihren Zweifeln, mit ihrem Mut und mit ihrer Unsicherheit haben sie sich zu dir bekannt. Nun bekennst du dich im Segen auch zu ihnen. Wir bitten dich um die Kraft deines Heiligen Geistes für sie. Stärke sie in ihrem Vertrauen zu dir. Stärke sie in der Liebe zu allen Menschen. Stärke sie in der Hoffnung für die Welt. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. So lasst euch Gottes Segen zusprechen. Ich bitte also die erste Gruppe nach vorne zu treten und alle anderen können sich setzen. Hanna Dickhöfer, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Julia Rahn, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Empfang den Segen Gottes. Der Segen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der komme auf euch und bleibe bei euch heute und alle Tage eures Lebens. Geht hin im Frieden des Herrn. Michel Klee, fürchte dich nicht, glaube nur. Giuliano Valentino Leda, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen,
dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an Stein stößt. Tobias Christian Ramm. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Empfangt den Segen Gottes. Der Segen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der komme auf euch und bleibe bei euch heute und alle Tage eures Lebens. Geht hin in seinem Frieden. Lukas Stephan, lass dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut, denn ich, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Lennart Stephan, Gott sagt, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Luis Malcher, wer Gott vertraut, dem ist alles möglich. Empfangt den Segen Gottes. Der Segen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der komme auf euch und bleibe bei euch heute und alle Tage eures Lebens. Geht hin in seinen Frieden. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, beziehungsweise ab jetzt liebe Ex-Konfirmandinnen und Konfirmanden, ihr habt es geschafft, fast zweieinhalb Jahre liegen hinter euch und ab jetzt seid ihr mündige Christen, so heißt das. Und damit gehen viele Rechte einher, die ihr habt hier in unserer Kirche, und zwei davon sollen erwähnt werden. Unter anderem seid ihr eingeladen zur Teilnahme am Abendmahl. Ihr habt das in eurer Konfizeit schon erlebt und auch mit der Konfirmation wird von Seiten der Kirche aus dieser Einladung nochmal ganz bewusst ausgesprochen, daran teilzunehmen. Und ihr dürft Taufpaten werden. Ihr dürft Paten werden für jemanden, der gerade selber seine ersten Schritte tut, ob im Glauben oder im Leben. Ihr dürft diese Verantwortung nun tragen und dort Menschen begleiten. Als Jugendreferent dieser Gemeinde hatte ich das Vergnügen, die zweite Hälfte eurer Konfizeit euch zu begleiten, mit euch nach Nütterden zu fahren, dort eine Freizeit zu erleben, viele schöne Momente zu erleben. Und an dieser Stelle würde ich euch jetzt beglückwünschen und euch noch einen guten Weg wünschen, aber dieser Weg muss an dieser Stelle nicht enden. Fühlt euch eingeladen, weiter zum Meeting, zu den Jugendgottesdiensten zu kommen. Fühlt euch eingeladen, mit dem Sommer auf die Freizeit zu fahren. Einige von euch wären mitgefahren, wir mussten sie leider absagen. Das nächste Jahr ist geplant, wir sind sehr optimistisch, dass wir nach Norwegen fahren können und freuen uns über jeden von euch, der dabei ist. Und da spreche ich auch für meine Mitarbeiter ganz dreist einfach mal. Wir freuen uns über jeden von euch, den wir weiterhin sehen, den wir weiter regelmäßig bei uns begrüßen dürfen. Ob hier in der Lutherkirche oder in der Alleestraße oder auch bei uns im Meeting, zum Jugendgottesdienst oder einfach nur so, wenn wir da sind. Wir freuen uns darauf, euch wiederzusehen. Liebe Konfirmierte, euer Glaubensweg ist noch nicht zu Ende. Und ihr seid auf diesem Weg nicht alleine. Es gibt sehr viele Menschen von unterschiedlichem Alter, die euch dabei begleiten und unterstützen wollen. Darum folgt am Ende jeder Konfirmationshandlung auch immer eine Ermahnung an die Gemeinde. Liebe Gemeinde, diese jungen Menschen brauchen andere Christen, die ihnen ihre Erfahrungen im Glauben weitergeben und ihnen helfen, ihr Christsein im Alltag zu leben. Deshalb bitten wir euch, betet für
für sie. Seid ihnen gute Vorbilder. Tragt dazu bei, dass sie in der Gemeinde Christi eine Heimat finden. Dazu gebe euch Gott seinen Heiligen Geist. Amen. Wir hören das Lied Privileg. Wir wollen jetzt gemeinsam Fürbitte halten. Auf die einzelnen Bitten antworten wir zusammen: Herr, erbarme dich. Und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Lieber Vater, wir bitten dich für die Konfirmandinnen und Konfirmanden und für ihre Familien und Freunde. Segne sie auch über diesen Tag hinaus. Schenke ihnen heute eine schöne Feier und führe jeden Einzelnen auf den Weg zu dir. Lasst uns gemeinsam beten, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die Gemeinschaft unter den Jugendlichen und Mitarbeitenden in der Kirchengemeinde. Schenke allen offene Herzen füreinander. Lass jeden und jede eine Heimat in der Gemeinschaft finden. Segne den wöchentlichen Jugendgottesdienst und die, die Verantwortung für ihn übernommen haben.
Lasst uns zum Herrn beten. Herr, erbarme dich. Wir bitten dich um einen menschenfreundlicheren Lebensstil in unserer Gesellschaft. Lass uns umkehren von den Wegen des Geizes und der Selbstsucht. Gib, dass wir uns nicht an der Welt bereichern, sondern sie durch unsere Taten reicher machen. Lasst uns zum Herrn beten. Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die durch diese schwere Zeit einsam geworden sind, für die Menschen in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, für die Älteren in ihren Wohnungen, für die Freundeskreise und Familien, die sich nicht mehr in die Arme schließen können. Stärke ihre Verbindungen zueinander. Lasst uns zum Herrn beten. Herr, erbarme dich. Gott, du nennst uns deine Kinder. Und als solche beten wir gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Zum letzten Lied können wir uns noch einmal setzen. Bei diesem Lied gibt es einen besonderen Klatschrhythmus, den Sie von der Band auch schnell ablesen können.
Ja, dann bleibt mir an dieser Stelle noch Danke zu sagen für alle, die diesen Gottesdienst möglich gemacht haben. Da sind zum einen unsere Techniker auf der Orgelempore, unsere Band, unser Küster und viele andere und vor allen Dingen ihr, die ihr als Mitarbeiter die Jugendlichen die letzten Monate bis zu ihrer Konfirmation begleitet habt. Einen herzlichen Dank noch einmal dafür. Ja, und jetzt möchten wir euch natürlich den Wunsch mit auf den Weg geben. Feiert noch schön, genießt den Tag, habt eine gute Feier. Wir werden jetzt gleich alle drei Ausgänge geöffnet haben und an den Ausgängen sammeln wir eine Kollekte, die bei den Konfirmationen traditionellerweise immer für die Jugendarbeit dieser Kirchengemeinde ist, damit wir auch in Zukunft eine exzellente Jugendarbeit anbieten können. Und wir werden jetzt mit den Konfirmierten wieder durch den Mittelgang ausziehen und treffen uns dann auf dem oberen Kirchplatz.